das müsste jetzt aber ein Quest gewesen sein. Hier war die Kaserne. Hier war der eine Attentäter, der andere Attentäter. Wir haben hier die Ratten getötet. Die Kuh geheilt. Das Buch abgegeben. Die Schriftrolle für ihn hier geholt von da. Dann begeben wir uns mal Richtung Grind. Obwohl ich vorher noch einen kleinen Abstecher machen will, um euch zu quälen. Nein, nicht wirklich. Es gibt hier im Garten ein paar Sänger, wo wir gerade bei Quälen sind. Ja, sie kann auch ein wenig anstrengend sein. Aber später, vor allem im zweiten Teil, wird sie noch interessanter. Wundert mich aber, dass der spießige alte Gorion euch euren Studien und Pflichten unterbrechen lässt. Der alte Labersack. Ja. Das ist nicht gerade sehr respektvoll. Immerhin, schäm dich. Ich habe mich auch aus dem Staub gemacht. Der alte Windrop hat schon nach mir gesucht. Aber ich habe noch einen ganzen Tag, um seinen Kram zu erledigen. Habt ihr heute Zeit für eine Geschichte? Nein, ich sehe schon. Was habt ihr denn vor? Wir können sie Kleine nennen, das mag sie garantiert nicht. Wir können sie Kind nennen, das mag sie noch weniger. Oder sie anpöbeln und Kind nennen. Die Qual der Wahl. Da sind wir einfühlsam. Es tut mir leid, Kind, aber ich darf niemandem erzählen, was ich tue. Ich muss gehen. Du solltest hier auch nicht weiter herumtrödeln. Windrop will, dass die Betten gemacht werden, wenn du hier in den Ställen fertig bist. Wenn ihr es sagt, ihr habt euch aber eine Menge vom alten Gorion abgeguckt. Das nehme ich mal als Kompliment. Der sagt es einem auch nie gerade raus. Viel Glück auf eurer Reise. Ich meine, viel Glück bei was auch immer ihr vorhabt. Ja. Warte, was weißt du über meine Reise? Gorion hat selbst mir nur wenig erzählt und anderen noch weniger. Oh, ich weiß nicht. So hinter dem Mond, wie er ist, macht sich wegen nichts und wieder nichts Sorgen. Da bin ich mir sicher. Ihr geht jetzt besser. Ihr habt noch eine lange Reise vor euch. Ich meine, ich denke, dass sie lang sein wird. Die Briefe vom alten Gorion habe ich nämlich nicht heimlich lesen. Nein, habe ich nicht. Okay. Also dann, macht's gut. Und weg ist sie. Da wartet übrigens Gorion auf uns. Aber wir machen noch ganz kurz einen Abstecher hier zu den Sängern, die ich gerade erwähnen wollte, bevor die Nervensäge immerhin uns unterbrochen hat. Das hört sich zwar im Deutschen nicht gerade sehr toll an, aber sie erzählen von einer Prophezeiung, die noch recht wichtig sein wird. Genau. Ich hoffe, ihr habt überhaupt irgendwas verstehen können davon, weil die reden hier alle gleichzeitig. Wenn die Schatten auf dem Boden geringer werden, werden unsere göttlichen Herrscher zu unseres Plötzchen neben uns gehen. So spricht der große Erlauben. Wenn die Schatten auf dem Boden länger werden. Also wir haben eigentlich nur was verstanden von Prophezeiung der Zerstörung und dergleichen, die von einem gewissen Alundo gemacht wurden. Aber das sagt uns jetzt hier noch absolut nichts. So, Gorion, da wären wir. Mein Kind, bin ich froh, dass ich dich gefunden habe. Das ist wirklich sehr zermürbend, ich weiß. Aber du musst mir vertrauen. Es ist ausgesprochen wichtig, dass du deine Besitztümer einpackst, sodass wir Kerzenburg sofort verlassen können. Beeil dich, wir haben keine Zeit zu vergeuden. Die Burg ist gut bewacht, doch nicht uneinnehmbar. Ja, das haben wir mitbekommen. Wir wurden schließlich schon zweimal angegriffen. Okay, wir könnten zwar jetzt fragen, wohin es geht und so weiter, aber das wäre zu kindisch. Wir wollen ja eigentlich schon als Erwachsener wahrgenommen werden. Mit 20 und so. Ich kann jetzt sofort gehen. Hör gut zu. Sollten wir uns irgendwann mal verlieren, dann geh schnurstracks zur Schenke freundlicher Arm. Dort sind Khalid und Yahira, alte Freunde von mir, denen du vertrauen kannst. Beeilen wir uns, mein Kind. Die Nacht bricht herein und wir müssen schleunigst eine Herberge finden.
Keine Sorge, sobald wir mehr Zeit haben, werde ich dir alles erklären. Warte, irgendetwas stimmt hier nicht. Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Sei auf alles gefasst. Du weißt, warum ich hier bin. Hände hoch. Und solltest du Widerstand leisten, hast du dein Leben vergeudet. Ja, hier ist eine kleine... kleiner Widerspruch. Im Text steht nämlich, dass er seinen Mündel rausrücken soll. Oder seinen Schützling, nämlich uns. Das hat er beim Reden gerade nicht erwähnt. Also primär geht es hier darum, dass diese gepanzerte Gestalt uns haben möchte. Ihr seid ein Narr, wenn ihr glaubt, ich würde eure Freundlichkeit nicht durchschauen. Geht zur Seite und euren Lakaien wird nichts geschehen. Es tut mir leid, dass du so denkst, alter Mann. Kommt illegal! Lauf, Maulstier! Lauf schnell weg! Das Morgengrauen ist heute ganz besonders grausam. Beim Erwachen wird euch bewusst, dass alles nicht nur ein schrecklicher Traum gewesen ist. Ihr seid in einen Hinterhalt geraten und musstet zusehen, wie Gorion vor euren Augen ermordet wurde. Nicht einmal seine mächtige Magie konnte den Angriff aufhalten. Ihr seid zwar auf seinen Wunsch hin geflohen, aber das ändert nichts an dem Gefühl der Hilflosigkeit, das ihr jetzt empfindet. Übergebt uns euer Mündel, hatte der bewaffnete Dämon gesagt. Er hatte es auf euch und euch allein abgesehen. Aber warum? Wenn euch Gorion doch nur irgendeinen Hinweis gegeben hätte. Doch nun seid ihr ganz allein auf euch gestellt. Kerzenburg ist zwar in der Nähe, aber man wird euch dort nicht einlassen. Die Gelehrten schützen ihre Ruhe mit äußerst strengen Einlassvorschriften. Und ohne Gorion habt ihr keine Chance, eingelassen zu werden. Mit eurer spärlichen Ausrüstung werdet ihr allein nicht lange überleben. Vielleicht werden euch die Freunde helfen, von denen Gorion gesprochen hat. Die Freunde im freundlichen Arm. Ja, da schauen wir doch gleich mal hin. Hey, ich bin's, Imuen. Toll, euch komme ich heute wiederzusehen. Tut mir leid, dass ich euch gefolgt bin, aber ich komme ja nie aus Kerzenburg raus und die Mönche sind wirklich sterbenslangweilig. Geld in der Tasche haben sie auch nie. Ich habe Gorion gesehen und es tut mir wahnsinnig leid. Hab mir schon gedacht, dass euch da draußen was Schlimmes passieren könnte. Ja, schlimm ist gar kein Ausdruck. Aber wir sind ja mit ihm aus der Stadt raus, er wurde angegriffen und wir sind geflohen, was für einen angehenden Paladin hier nicht gerade so schmeichelhaft ist. Aber da hätten wir echt nichts machen können. Also wie ihr schon an den Spell-Effekten gesehen habt und so weiter, da ist der Schaden nur um sich geflogen. Und wir hatten ja noch keine wirkliche Kampferfahrung. Außer den zwei Meuchelmördern, die sehr schlampig waren und sich nicht wirklich gut verteidigen konnten. Und den fünf Ratten haben wir noch keinen richtigen Kampf gesehen. Naja, dann werden wohl die ganze Nacht durchgelaufen sein und irgendwann hier ohnmächtig auf der Straße zusammengebrochen. Na gut. Dann sagen wir mal, wie kannst du das wissen? Gorion hat es mir nicht erzählt, dass etwas Schlimmes passieren wird. Zufällig habe ich neulich einen Brief auf seinem Schreibtisch gelesen. Kann mich nicht so recht erinnern, was genau drin stand. Aber vielleicht trägt er ihn noch. Vielleicht ist er noch bei Gorions Leichnam zu finden. Also auf jeden Fall lasse ich euch hier nicht alleine rumwandern. Freunde lässt man nicht im Stich, auf gar keinen Fall. Ich bleib bei euch, bis ihr es euch anders überlegen solltet. Jawohl. Na gut, jetzt sind wir zu zweit. Stelle ich kurz mal die Skripte ein. Dass unser Gerugon automatisch angreift im Nahkampf. Und Imoen. Na? Kämpfer, Fernangriff, dass sie automatisch mit ihrem Bogen angreift. Hat sie überhaupt schon einen? Ja. Heiltränke hat sie auch dabei, einen Schnelligkeitstrank und einen Stab der magischen Geschosse. Der ist wirklich praktisch, um gegnerische Zauberer zu unterbrechen. So, dann schauen wir uns doch mal nach dem Leichnam unseres Ziehvaters um.
Das Spiel, also jetzt vom Rollenspielaspekt her, wirft einem das Spiel ganz schön viele üble Sachen also über den Weg. Also man wächst quasi total abgeschottet von der Gesellschaft auf, mit wenig anderen Gleichaltrigen, dann wird der Vater noch ermordet, also der Ziehvater. Die eigenen Eltern kennt man gar nicht und im Laufe der Story wird das hier immer schlimmer. Also der müsste eigentlich ein psychisches Wrack sein, der Hauptcharakter. So, das kennen wir doch aus der gestrigen Nacht und da liegt er auch schon. Das Gold nehmen wir auch mit. So, und was steht im Brief drin? Mein lieber Freund Gorion, bitte entschuldigt die Abruptheit dieses Briefes, aber es gibt noch viel zu tun und es bleibt nicht viel Zeit. Was wir schon lange gefürchtet haben, könnte bald eintreten, wenn auch nicht so, wie es vorausgesagt wurde. Und ganz bestimmt nicht im richtigen Zeitrahmen. Wie wir beide wissen, hat sich die Vorhersage dieser Ereignisse in letzter Zeit immer schwieriger erwiesen. Und man muss immer mehr dem Zufall vertrauen. Wir haben für eure Schützlinge, Plural, okay, alles getan, was in unserer Macht stand. Doch nun ist die Zeit für uns gekommen, Abstand zu nehmen. Und alles seinen Gang gehen zu lassen. Wir sind bisher vielleicht ein wenig zu beschützend gewesen. Trotz meines Wunsches, in dieser Angelegenheit neutral zu bleiben, konnte ich die Dinge nicht mit gutem Gewissen ihren Lauf nehmen lassen, ohne immerhin eine Warnung auszusprechen. Die Gegenseite wird sehr bald handeln. Ja, das hat sie leider schon. Und ich bitte euch dringend, Kerzenburg nach Möglichkeit noch in dieser Nacht zu verlassen. Die Dunkelheit mag zwar gleichermaßen bedrohlich erscheinen, doch ist es viel schwieriger, ein Ziel zu treffen, das sich bewegt, auch wenn nicht viel Deckung vorhanden ist. Zu diesem Zeitpunkt bleibt uns lediglich die Wahl, einen Kampf herauszufordern. Wenn etwas schieflaufen sollte, könnt ihr unterwegs ruhig Reisende um Hilfe bitten. Ich brauche euch ja nicht daran zu erinnern, dass in diesem Land, selbst abgesehen von unserer gegenwärtigen Sorgen, genügend Gefahren auf einem lauern und eine Gruppe ist immer stärker als eine allein. Das ist jetzt eigentlich auch wieder ein Hinweis darauf, dass wir immer mitnehmen sollen und in die Taverne gehen sollen, um die anderen beiden mitzunehmen. Dass man das Spiel halt nicht alleine schaffen kann. So, wenn ihr noch weitere Hilfe benötigt, habe ich gehört, dass sich Shahira und Khalil zurzeit im freundlichen Arm aufhalten. Ja, das wurde uns auch schon gesagt. Sie wissen zwar nur wenig von dem, was sich zugetragen hat, doch sie sind stets eure Freunde gewesen und werden euch zweifellos gerne helfen. Das Glück möge auf eurer Seite sein. Ich werde hierfür langsam zu alt. Sagt manchen auch schon was, aber ich werde hier nichts verraten. Sein Gewicht sieht okay aus. So. Viel erforscht haben wir von diesem Gebiet noch nicht. Wir müssen später zum freundlichen Arm. Aber ich werde erstmal hier das ganze Gebiet aufdecken und mich wieder melden, falls irgendwas Interessantes passiert.